Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's euer Fabian und mit dabei sind Mathis, Thomas, Tommy, Mirko und Teufelsgamer. Moin. Moin, moin. Ja, viel kann man gerade nicht reden im Schlaf. Es ist 5:33 Uhr, im kann ja noch ein paar. Guten Morgen, Schatz. Na, ich gebe dann. Fabian, gehst du jetzt Wache 2? Dann ja. Ist er. Thomas, komm her! Ja? Du kriegst die Ausnahmegenehmigung. Du darfst hier mitbleiben. Du bist der erste sofortige Mitspieler in der Wache 2. Ja, ich pack mein Auto noch im Kurz. Ja, du Warum nimmst den... Warum eigentlich er? Ja, er fuhr hinter dir. Du nimmst gleich vor mir, aber hier erstmal das umziehen. Das hat grad so gepasst. Du erstmal umziehen, ne? Und dann. Platz da! Ist ja klar! Hi Mathis! Moin! Moin! Ich bin auch aus dem Bett gefallen! Du aus dem Bett gefallen? Nimmst du eben, ich darf ja noch nicht fahren! Ja, kann man nicht mehr fallen, denn. Achso, schon rausgesprungen oder was? Nimmst du den. Jungs, was stand auf dem Piepser? Ich hab meinen Piepser gerade zu Hause in meinem Schrank. Hast du den vorne? Ja! Ah, klar! Eine okay. Person klemmt, okay, fährst du RW, dann nehme ich LF mit. Du bist im Statusgeber VRW, das ist unter den drei unter den Strichen also im Melder. 1252. Richtig. Ich weiß nicht, Anhänger nehmen wir nicht mit, fahr mal so raus, ich warte noch ein, bis die Jungs da sind. Warte, wo ist der ABC-Zug? Ich weiß nicht, ein Fahrzeug habe ich auf Vermisstenliste gehabt vorhin. Mirko-Schuss. So, kannst rausfahren Tommy. Zum Einsatz. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo das ist. Das ist, wenn du... Ja, ich fahr Thomas, den einfach hier hinterher. Ja. Tommy. Ja, was ist? Schubst mich mal an. Was? Fahr mich mal an. Ja. Da. Das sah sehr gut aus, ne? Die Fußgänger. Ruf Mirko an. Ruf Mirko an. Ja, hi, Teufel. Ja, ich weiß, du bist im Einsatz. Was stand auf dem Melder? TH1 oder TH2? TH. Warte, ich komm mal da kurz. Da stand mit gar meinem. Nichts. Ich fahr schon mal weiter. Ey, Teufel, stupst mal den. Das Dings an, den ELW. Ja, kann ich denn, ich habe noch kein Fahrzeug. Oh, schnapp dir einfach irgendein so. Fahrzeug bis auf Drehleiter. Ich bin wieder hier, ich hasse das. Was, erst ein Treffer gefahren. Fabi, wie ist das? Admin-Passwort. Oder setz mal kurz den EW zurück, bitte. Oh. 5:55 als ein Leitstelle kommt. Barbie? Ja? Setz mal kurz den ELW zurück, bitte. Warte, ich komme. Ja, sofort. 12:55 Da gab's einen kleinen Unfall. Von Leitstelle kommen. An Leitstelle kommen. Leitstelle hört. Ja, sind aber jetzt dort eingetroffen. Gefahrgutunfall.
Fahr mal von der anderen Seite gegen Teufel, wegen hier ist der Zaun. Halt so, als wenn ein PKW. Kann ich nicht zurücksetzen. Gegen ein LKW. Jetzt probier nochmal. Dein LKW mit Saatgut gefahren ist. Der Saatgutanhänger ist umgekippt. Es läuft Flüssigkeit aus und ja, das war's. Ach. Wie hat der LKW-Fahrer das geschafft, nachdem der Anhänger von seinem Dings abgeflogen ist, so vor den zu fahren? Geht nicht, weil da kein Platz mehr ist. Der muss wohl mal gut Karacho gefahren sein. Das kann aber gar nicht sein. Jo, Fabian, was sollen wir denn erstmal hier machen? Also, das Erste, was ihr macht, ist kontrollieren, was in dem Tank drin ist. Nein, ich bin das erste LF an der Einsatzstelle, also übernehme ich die Einsatzleitung. Bis der ELW eintrifft. Teufel, fahr mal von der anderen Seite. Ja, der ELW ist ja aber eigentlich nur zur Überbringung da, aber okay. Tommy, du bist mit welchem Fahrzeug hier? Von der 45-1, also mit dem LF. Okay. Person, eingeklemmt, ja. Also, Unterbauklötze, Schere, Spreizer, Person befreien. Ab. Okay. Teil deine Jungs so ein, wie sie sollen. Teufel. Mirko, du unterstützt mit deinem, du bist ja mit dem RW hier, du unterstützt. Ja. Von hier, ne? Thomas? Ja. Wo bist du? Sag mal kurz aus. Ich bin hier. Entschuldige, habe ich nicht gesehen. Du kommst mit zu meinem LF und du und deine drei Jungs unterstützt dann uns. Wir befreien den die Person aus dem LKW und streuen gleichzeitig die Straße schon mal ab. Ja, und den Rest kennst du ja. Abmarsch. Was da? Dann Gruppe absitzen und folgen. Nee, fahr mal noch ein Stück vor. Hast du? So. Angriff, weiter. Stell dich mal neben den stell dich mal so, warte, ich stell mich da. Angriffstrupp zur Menschenrettung im LKW vor und Wassertrupp unterstützt. Was? Angriffstrupp und der Schlauchtrupp übernimmt die. Das Abstreuen und das Abdichten des Saatgut-LKWs plus Abstreuen von Benzin und sonstigen auslaufenden Betriebsstoffen. Unterstützung folgt dadurch durch die Besatzung des VRWs. Mirko, zusätzlich unterstützt die Besatzung des VRWs und der Schlauchtrupp den Rettungsdienst bei der Rettung der Person aus dem LKW. Bereitet Schere und Spreizer vor. Meine Jungs nehmen sich schon mal Unterbauklötze und so und bauen das. So Leute, ihr habt's gehört, dann einmal zum Ansatz fertig. Nein! Intelligent. Oh ja, Tommy? Ja? 12:55 Einsatzleiter kommen. Ja, hört. Ja, die Person ist bewusstlos. Schneiden jetzt die Tür auf und versuchen. Schneiden jetzt die Tür auf und bringen die Person mit Hilfe der Rettungskräfte zum RTW kommen. Ja, das ist verstanden. Einsatzleitung von 1252. Ja, hört. Ja, Frage, wie sieht's aus? Ist schon ein Trupp mit der dreifachen Brandabsicherung beschäftigt? Komm hin. Nein, wo sie es gerade sagen, fällt mir das auch gerade ein. Bitte bauen sie eine Wasserversorgung auf zur Sicherung der Unfallstelle. Ja, das verstanden. Was hast du gesagt? Kannst du mal herkommen, Tür abnehmen? Ja. Wenn's nötig ist, noch gleich das Dach. Dann einmal Angriffstrupp, Guck mal. Tür bringen wir erstmal hier an der Seite. Guck mal, dass du jetzt die Beine von dem freikriegst, weil die sind ja noch eingeklemmt, okay? Ja, ich hole mal den ersten Rettungsdienst, der schon mal hier ist. Ja, so, Angriffstrupp mit Schnellangriff zur Brandabsicherung. Auf die markierte Stelle vor. Wassertrupp steht Wasserversorgung vom Unterflugranten zum LF auf, zum Einsatz fertig. Leitstelle für Einsatzleitung LF 1245-2 kommen. Leitstelle hört kommen. Ja, folgendes von der Einsatzstelle. Personen werden geborgen, Brandschutz wird sichergestellt, auslaufende Betriebsstoffe werden abgestreut und
Aber noch Auslaufstellen ja, werden abgedichtet. Mirko. Ende der Mitteilung. Ja? Ja, ja. Warte, ich fahr dabei rückwärts rein. Nein. Hä? Gib mal her. Jungs. Glaub ja. mir jetzt, ihr habt mir jetzt mein RTW geklaut. Die RTW-Besatzung ist hier hingefahren, damit wir die Verletzten gleich einladen können. Ja, wir haben den LKW-Fahrer da auch gerade rausgeholt. Dann wollen sie mit 3 Leuten auf einmal fahren. Die sind... Ja gut. Naja. Sonst hol doch da mal... Sonst... sag den Latsche doch noch mal, dass wir einen zweiten RTW brauchen. Wurde schon alarmiert, ist gleich unterwegs. Okay. Wer sitzt im RTW? Ich. Wollte gerade holen. Wollten wir wohl 3 Leute holen. So, gut, dann aber Wasserpumpe. Lass dein MTW doch einfach hier. Dann natürlich nur mit CO2-Löscher auf die markierte Stelle vor. Oder stellt du dann zur Heck, zur Sicherung, ich stelle mir noch den Ich mach mal wie beide frei. Jo, ich stelle jetzt, ich nehme ja. wieder. So, ich stelle. Ist frei. Ja. Frage ist hier, Tommy, hilfst du mal mit? Ja. 3, 2, 1, hoch! So, reinschieben. Ich geh mit rein. Machst du weiter? Ja, 2. Ich fahr. Guck mal, das. Ja, okay. Einsatzleitung an 1245-1 kommen. Einsatzleitung hört. Ja, Person aus PKW geworden. Sollen wir den PKW dann schon mal ein bisschen an die Seite räumen oder was sollen wir jetzt erstmal machen? Sagst du gleich auch dabei Positiv, mit, dass wenn wir jetzt mehr, PKW an die Seite machen, dass wir schon zum Krankenhaus fahren? 12-17-1 an alle Einsatzkräfte mit Seilwinde rausziehen und irgendwie an die Seite ziehen lassen. Ja, okay, verstanden. Wie sagst du dabei, bis wir zum Krankenhaus fahren, dann fahren wir schon mal los. Wir brauchen so viele, dass ich fahren muss, wegen als Feuerwehrmann. Nein, bleib du mal noch hier. Ich brauche deine Unterstützung jetzt erstmal. Wir müssen den PKW mal hier an der Seite rausziehen. Ja, okay. So, 12, 50, wo ist denn die? Ich schicke dir mal von meinen Leuten. Fabi. Aber hier, Fabi. PKW an die Seite. Ja. Dein Trupp lässt melden, dass wir eventuell noch einen Notarzt brauchen für den LKW-Fahrer. Ja, das ist Not. Verstanden. Ja, ich will noch einen. Bereit. Gibst du, warte, schiebst. Stopp! Hier ist so ein Kabel. Wer holt jetzt den Notarzt? So. Ist. Der steht hier doch schon. Fabi, spielen wir gleich noch ETS. Können wir machen, ja. Die Rettungskräfte warten, bis wir ihn fahren. Piep, Alter. So, wollen wir dann schon mal mit dem. So, ist der erste schon im Krankenhaus? Nee, der erste wird jetzt gefahren. Gut, Notarzt fährt hinterher. Der Notarzt fährt mit, der mit dem Notarzt. Ja, aber fährt. Der Fahrer vom Notarzt noch nicht. Die Polizei hatte wohl mitbekommen, dass das MTW ganz nach hinten gefahren ist. Und. Mama Warnblinker aus, Junge. Oh ja, sorry. Also, die verletzte Person ist schon im RTW, oder? Ja. Okay. Eine Leitung an 12-45-1. Okay, wir brauchen einen Fahrer. Ich fahr. Thomas? Ja, ja, ist abgeladen. Ich überschreibe dir jetzt die Einsatzleitung. Du übernimmst das hier jetzt eben. Ja. Das ist deine Möglichkeit, dich mal zu beweisen unter Bedingungen. Ich fahre mit dem RTW zum Krankenhaus. Die brauchen unbedingt einen Fahrer. Ja, das verstanden. Einsatzleitung an 12-45-1 kommen. Einsatzleitung wird kommen. Ja, den PKW haben wir jetzt an der Seite geräumt. Wir streuen dann hier erstmal die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Kommen. Ist verstanden. Frage, was für Betriebsstoffe sind das genau? Nur Diesel oder noch weiteres, was ausgelaufen ist? Nee, nur Diesel.
Ja, das verstanden. Der zweite Notarzt. Stopp! Fabi! Steigen Sie! Lass den Notarzt sehen, der Notarzt muss mit drauf! Ja. Oh, fahr einfach jetzt bei Kick. Fahr einfach Richtung Feld 14 zur Mühle. Warte, ich hol dich ab. Leitstelle von 1 Zeitung kommen. Leitstelle hört. Ja, folgende Lage. Person soweit befreit. PKW bereits zur Seite geräumt. Bräuchten einmal 3 Abschleppfahrzeuge für. Ja, ein LKW, ein Auflieger und ein PKW. Betriebsstoffe werden jetzt nochmal mit Bindemittel eingestreut. Keine weiteren Notarztkräfte und sowas mehr erforderlich kommen. Ja, das ist verstanden. Das wird von der Polizei aufgenommen und die Polizei kümmert sich dann um die Alarmierung des ABC-Zuges. Ja, komm, seh zu, dass du vorne bist. Teufel. Ja? Sag mal kurz hier in den RTB vor mir, bei Feld. Ah. Bei Feld 17 da oben. Teufel ist gerade mit mir unterwegs. Tommy? Ja? Mit welchem Fahrzeug bist du vor Ort? Ja, mit dem 1245-1, also hier mit dem LF. Ja, okay. Wer ist mit dem Rüstwagen da? Ich, Marco. 1255-1. Ja, der C ist aber gerade unterwegs. Sag ich ADAC unterwegs? Thomas, spring mal kurz in den freien RTW und fahr ihn mal zum Krankenhaus. Gut. Ich suche ihn grad mal, warte. Keiner ist an der Haltestelle, doch einer. War gut, ja, deswegen. Ist gerade schlecht. Hallo? Wurden gerufen? Jo, guten Tag. Ja, wir haben da vorne. Kümmert euch am besten erstmal um den PKW da an der Seite, dass der erstmal wegkommt. Fahr einmal am besten durch zur Einsatzleitung vorne, okay? Ja. Darf ich über den Bordstein? Ja, ja, mach. Wie wir es sonst durchkommen. Tommy? Jo, Thomas, eben hier ist schon der ADAC. Ja, hier meine Einsatzleitung? Ja. Ja, was sollen wir jetzt genau machen? Ja, ihr könnt jetzt erstmal den PKW hier mitnehmen, dass wir den schon mal weg haben. Was kommt jetzt noch von euch? Was für Fahrzeuge? Also, da kommen jetzt noch ein Abschleppwagen. Ja, das ist verstanden. Na ja, dann nehmen sie erstmal das Fahrzeug mit, damit wir das hier mal beiseite haben, dass die Fußgänge hier schon mal weitergehen können. Ja. Und dann werden wir gleich mal gucken, dass wir die Straße eventuell schon mal teils öffnen können. Ja. Dass der Verkehr weiterfließen kann. Tommy? Jo. Versuch du mal mit Unterstützung der Besatzung des Rüstwagens eventuell den Auflieger mit Seilwinde oder ähnliches ein bisschen an die Seite zu drücken, dass wir die Straße eventuell schon zum Teil öffnen können, dass der Verkehr weiter fließen kann. Ja, okay, verstanden. Einsatzleiter. Ja. Und wir haben gerade einen Anruf bekommen, unser Abschleppwagen könnte jetzt nicht kommen. Die sind echt gerade zu. Wir haben 2 Stück, die sind gerade zu 2 anderen Verkehrsunfällen. Ja, wir hatten so kein frei. Wir könnten jetzt nur noch mit diesem. Also wir können nur mit diesem, der schon vor Ort ist, kommen. Jo. Na gut, dann nehmt sie trotzdem erstmal PKW mit. Wir gucken dann, dass wir das mit der Polizei soweit abklären, dass die dann hier die Absicherung noch so weit so lange vor Ort übernehmen. Ja. Also. Wär ganz gut, wenn hier die Leute vom Rüstwagen uns auch beim helfen können. Na, die müssen jetzt, die kümmern sich jetzt gerade noch um Auflieger. Ich guck mal, dass ich da noch ein paar Leute finde. Die Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Jetzt müssen wir nur noch den Rest aufräumen und ja. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch die Kleinigkeit. Ja, du auch. Wenn euch die Kleinigkeit, die jetzt im Video mal mit dabei war, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber ich hoffe es. Habt ihr das gehört, was ich meine? Ich verrate es euch, das war das Chicago Firefunk. Ja, ja. Nicht so. Nee, er hat euch verarscht, sowas gibt's gar nicht. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und ciao. Ciao.